Wir sind heute Morgen gegen 4.20 Uhr ins Alpenheim Passodi in die Kieslingstraße alarmiert worden, ne, zum Brandmeldealarm. Bereits auf der Anfahrt war ein bestätigter Brand mit der starken Rauchentwicklung sichtbar im vierten Obergeschoss. Daraufhin wurde die Alarmstufe vom Brand 3 sofort auf Brand 4 alarmiert und weitere Abteilungen der Feuerwehr Nürtingen dazu alarmiert. Es waren insgesamt 11 Fahrzeuge mit 60 Einsatzkräften, der Abteilung Stadtmitte mit Oberensing, Löschzug 3, der Abteilung Reitwang, Hart, Reutern und Sitzeshausen im Einsatz. Die große Schwierigkeit ist, wir haben hier eine sehr hohe Anzahl an Bewohnern, na, auf 4 Stockwerke verteilt, und in dem vierten Obergeschoss, wo auch der Brand war, sind teils sehr pflegige, bedürftige Personen, die wo im Rollstuhl sitzen. Auf der Anfahrt sind wir ausgegangen von einem Wohnungsbrand. Na, wir haben daraufhin uns entschieden, 2 Abschnitte zu bilden und sind einmal in die Innenbrandbekämpfung über das Treppenhaus vorgegangen und über eine Außenbrandbekämpfung über die Drehleiter eingeleitet. Während der Brandbekämpfung von außen konnten wir feststellen, dass es nur auf einem Balkon brennt und nicht in der Wohnung, aber die Scheiben zur Wohnung schon beschädigt waren und auch die Wohnung und das vierte Obergeschoss mit Rauch beaufschlagbar. Ja, die Feuerwehr Nürtingen ist ja doch groß und die Stadt auch. Also das heißt, ein Einsatz in dieser Größe haben wir schon durchaus 3-4 Mal im Jahr. Ja, ist jetzt alles doch glimpflicher gewesen wie das erste Lagebild. Von daher sind wir alle froh. Wir sind hier in Nürtingen an einem Pflegeheim. Wir wurden alarmiert zusammen mit der Feuerwehr zu einem Brand im Gebäude mit starker Rauchentwicklung. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eingetroffen sind, war eine starke Rauchentwicklung im Gebäude. Es war unklar, wie viele Personen betroffen sind. Die Feuerwehr hat Erstmaßnahmen getroffen, hat die ersten Personen entsprechend aus dem Haus evakuiert. 2 Personen wurden rettungsdienstlich versorgt. Vom Rettungsdienst bzw. Sanitätsdienst war eine Komplettalarmierung aller Kräfte. Vor Ort waren dann hier im Endeffekt 48 Einsatzkräfte von Rettungs- und Sanitätsdienst von den Organisationen DRK und Malteser Hilfsdienst. Die Schwierigkeit bei so einem Einsatz ist, dass man zunächst nicht eine klare Lage hat. Man hat nur eine starke Rauchentwicklung in so einem Gebäude, gerade wie in einem Pflegeheim. Ist unklar, wie viele Personen betroffen sind, weil sich viele Personen, die in so einem Gebäude sind, aufgrund ihrer Situation nicht selber retten können. Das heißt, die Feuerwehr muss die entsprechenden Maßnahmen treffen und die Personen aus dem Gebäude herausbringen. Hier hat man sich von Seiten der Feuerwehr entschieden, weil viele Bereiche des Gebäudes sicher waren, nicht verraucht, dass man nicht alle Personen evakuiert hat, sondern nur zunächst die Verletzten. Rettungsdienstlich wird es jetzt hier weitergehen, dass wir die Kräfte der Feuerwehr absichern mit entsprechendem Personal. Derzeit sind von unserer Seite vom Bereich Sanitätsdienst im Gebäude Personen drin, die klären, inwieweit noch die Personen, die hier untergebracht sind, noch Versorgung bedürfen. Das ist ein sehr großer Einsatz, weil natürlich aufgrund des Meldebildes sehr viele Kräfte alarmiert wurden. Wir haben verschiedene Einsatzabschnitte gebildet, wir haben einen Bereitstellungsraum hier vor Ort gemacht, um die Kräfte natürlich entsprechend strukturiert in den Einsatz zu bringen.